Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 12. November 2023. Die Engel der Heilung haben mit ihrer Arbeit begonnen. Botschaft von Erzengel Raphael. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Tag für Tag, Stunde für Stunde und in jeder Minute bist du von nun an umgeben und umsorgt von deiner Familie aus dem Licht. Beobachte, wie sich deine Wahrnehmung verändert und wie du an Leib und Seele gesundest. Die Engel der Heilung haben mit ihrer Arbeit begonnen. Zeit der Heilung. Die kommende Zeit ist die Zeit der Heilung durch die Gnade Gottes. Ein bisher unerreichtes Ausmaß von Segnungen wird der Menschheit zuteil. Alles Unvollkommene wird in den ursprünglichen Zustand der Vollkommenheit zurückgeführt. Nichts und niemand bleibt davon ausgeschlossen, es sei denn, er selbst schließt sich aus und trennt sich selbst von dieser Gnade ab. So geschieht es nun, dass dem einzelnen Menschen Engel der Heilung zugeteilt werden und sie beginnen mit ihrer Arbeit. Zunächst unmerklich und dann merklich verändert sich der Mensch an allen Gliedern. Während ihr eurem Tagwerk nachgeht oder wenn ihr schlaft, die Engel der Heilung umgeben euch zu jeder Stunde, sie sind mit euch und verrichten immer, wenn es möglich und notwendig ist, ihre gnadenreiche Arbeit an eurem Wesen. Was geschieht im Einzelnen? Erstens, Aufbau der ursprünglichen zellularen Struktur durch die Restrukturierung der DNA. Zweitens, Herauslösen von fremden Energiestrukturen aus allen Ebenen. Drittens, Aurachirurgie. Das bedeutet direkte Eingriffe in Auraschichten, um energetischen Müll oder Implantate zu entfernen. Viertens, Anhebung der Eigenschwingung. Fünftens, Aufbau von Schutzgitter. Diese Vorgänge geschehen von nun an bei allen Menschen, die innerlich dafür bereit sind und die sich vom alten Leben lösen wollen, dafür jedoch bisher nur wenig Mut und Entschlossenheit aufbringen konnten. Diese Entscheidung wird auf Seelenebene getroffen. Das Tagesbewusstsein muss nicht zwingend Kenntnis davon haben. Die Auswirkungen. Die Auswirkungen auf eure Wahrnehmung sind fundamental. Erstens, Klarheit im Denken. Die Einnebelung des Bewusstseins löst sich auf. Zweitens, Zugang zu eigenen Gefühlen. Die Überlagerungen und Fremdbesetzungen lösen sich ab. Drittens, Entscheidungsfreiheit und Entscheidungsfreude kehren zurück, da die Lebenskraft nicht mehr blockiert, sondern freigeschaltet ist. Das Ergebnis: Der göttliche Mensch tritt aus dem Schatten in das Licht und tritt in Aktion. Dieser Prozess der Heilung wird von der Urquelle allen Seins, die da ist, Gott, ausgelöst, begleitet und gefördert. Dieser Prozess der Heilung wird von den Engeln der Heilung an Ort und Stelle bewirkt. Tag für Tag, Stunde für Stunde und in jeder Minute bist du von nun an umgeben und umsorgt von deiner Familie aus dem Licht. Beobachte, wie sich deine Wahrnehmung verändert und wie du an Leib und Seele gesundest. Reichlich Zeit. Es ist ein Vorgang, der Zeit braucht. Jedoch Zeit ist in Wahrheit das Einzige, was jedem Menschen unbegrenzt zur Verfügung steht.
Lass dir nicht einreden, du hättest keine Zeit oder die Zeit wäre knapp. Auf Erden wiederholen sich die Szenen so lange, bis du mit der Zeit die Lektionen meisterst und der Zeit überdrüssig wirst. Bis dahin jedoch dient dir die Zeit und sie steht dir in unbegrenzter Fülle zur Verfügung. Verstehe es, behalte es als Wissen in dir, bis du eines Tages die Zeit für immer abstreifst. Sobald dich das Schauspiel in Wiederholungsstreifen langweilt und du das Interesse daran verlierst, sind deine Leben auf Erden gelebt und es offenbart sich dir das neue Sein. Das ist der Kurs, auf dem du dich befindest, denn die Engel der Heilung haben mit ihrer Arbeit begonnen. Du bist geehrt für deinen Mut. Du bist geliebt für deine Hingabe. Du bist gesegnet in Gottes Gnade. Ich bin bei dir alle Tage, Erzengel Raphael. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.